Ja, hallo meine Lieben, hier ist nochmal Sabine. Dieses Video ist jetzt nur für die Leute, die sich für die gesundheitlichen Vorteile der veganen Ernährung interessieren und die sich dafür interessieren, wie man auch oder dass man auch viele der sogenannten Vorerkrankungen, die jetzt die Leute mit wegen An- oder Corona hinwegraffen, verhindern kann. Also für die, die vegane Ernährung und Veganer und das alles total scheiße finden, ist jetzt der Moment auszuschalten. Gut, also nur mal ganz kurz so zu mir. Also die meisten kennen mich jetzt ja eigentlich, aber ja nur nicht unbedingt, was ich alles so in meinem Leben gemacht habe. Also wenn ich irgendwas erzähle, versuche ich eigentlich auch mich an das zu halten, was ich mal gelernt habe, was ich mal studiert habe, wo ich mich irgendwie auch auskenne oder wo ich halt weiß, dass ich mit dem, wie ich mal ausgebildet wurde, auch was anfangen kann. Also ich rede nicht irgendwelches wirres Zeug. Also da doch manchmal schon. Also jedenfalls, ich habe ja Erziehungswissenschaft studiert und habe da auch ein Diplom gemacht, da auch viel Statistik, Empirie und solche Sachen belegen müssen. Also es ist nicht so, dass ich da völlig ahnungslos bin. Und ich habe dann Jahre später, ich habe auch in dem Bereich lange gearbeitet, aber dann auch eine Ausbildung zur Tier- und Naturheilkundlerin gemacht. Die habe ich allerdings dann nicht abgeschlossen, weil mir das alles zu ein bisschen wirr zum Schluss wurde. Aber da habe ich halt auch noch viele Kenntnisse, die so im Hinterkopf sind. Und ich habe letztes Jahr während der sogenannten Pandemie eine Zusatzausbildung gemacht zur veganen Ernährungsberatung. Ich hatte davor ja lange Jahre auch ein veganes Restaurant. Und ja, daraus wollte ich jetzt auch ein paar Dinge euch nochmal zu Gemüte führen. Weil es ist ja immer so, dass gerade so die Zahlen dauernd gepostet werden, wie viele Leute jetzt mit an oder wegen Corona sterben und die Leute ja wirklich immer vergessen oder nicht wahrhaben wollen, dass es auch noch andere Todesarten gibt. Also erstmal gibt es sehr viele andere Todesarten. Standardmäßig sterben in Deutschland ja am Tag 2700 Leute. Vor Corona war das so und jetzt, wie wir ja wissen, war letztes Jahr auch keine wirkliche Übersterblichkeit vorhanden. Also sind da auch ungefähr so viele am Tag gestorben. Und ja, woran sterben diese Leute? Na, also woran sterben die Leute? Das ist ja nicht einfach so, man stirbt und dann ist man halt tot. Sondern viele dieser Krankheiten, die ich jetzt aufzählen werde, haben auch zum Beispiel diesen Titel ja auch bekommen, Vorerkrankungen, die quasi das Risiko an Corona zu erkranken oder zu sterben erhöhen. Ja, also Diabetes wurde zum Beispiel oft aufgezählt oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder auch Krebserkrankungen, die dann halt einfach einen eher dafür disponieren, diese Krankheit zu bekommen, als wenn du insgesamt gesund und puppenlustig bist. Und da habe ich ja auch in meinem Willi-Video in dem ersten auch schon etwas darüber erzählt, wie viele Leute halt jeden Tag am Rauchen sterben und am Saufen und an Diabetes und an Krebs und an erschossen werden und von einer Leiter fallen und Verkehrsunfälle und so weiter. Also 2700 Leute müssen ja auch erstmal zusammenkommen, ne? Und wer sich dafür interessiert, ich kann euch auch verschiedene Bücher empfehlen, die man eigentlich so ganz gut auch weglesen kann. Das sind die China Study von Dr. Colin Campbell, die schon von, ich glaube 2012, glaube ich sogar noch älter. Der hat ja in den 80er Jahren viele Untersuchungen gemacht in China, aber heißt sie auch China Study, mit Leuten halt, die aus verschiedenen Gegenden kamen, die sich verschieden ernährt haben, also aus der Stadt, aus dem Land, die Fleisch gegessen haben, die vegetarisch waren, die vegan waren und so weiter und hat da sehr viele Erkenntnisse auch zu Krebserkrankungen und so weiter gefunden. Ursprünglich kam der aus der Milchindustrie und sollte eigentlich in seinen Studien beweisen oder zeigen, wie man dass die Welt besser über Milchprodukte mit Protein versorgen kann. Und dann ist er auf ganz andere Ergebnisse gekommen und dann natürlich auch rausgeflogen, weil das war nicht das, was die Leute wissen wollten. Die wollten einfach Milch mit mehr Protein, weil die Leute mehr Proteine brauchten angeblich. Und wie gesagt, das Buch ist sehr interessant. Dann ist auch noch das von Dr. Esselstyn. Das ist ein Herzspezialist gewesen. Der hat auch sehr viele Leute operiert und Stents gesetzt und so weiter. Der hat Arteriosklerose besonders untersucht und halt auch herausgefunden, dass man Arteriosklerose zum großen Teil, also fast komplett, durch vegane Ernährung wieder wegmachen kann. Also diese Verstopfung halt, wo sich die Cholesterinäste halt in den Gefäßwänden in ablagern, in den Arterien und dort dann halt dafür sorgen, dass alles verstopft ist und man halt dann irgendwann einen Herzinfarkt bekommt. Oder halt auch einen Hirninfarkt, was dann ein Schlaganfall ist, aber da gibt es halt verschiedene Sorten. Also das ist interessant und dann gibt es noch das Buch How Not to Die von Dr. Greger. Es müsste eigentlich heißen Not to Die of irgendwas, weil How Not to Die gibt es ja nicht. Das ist ja wie wenn Leuten jetzt, die glauben, sie kriegen eine Corona-Spritze und müssen ja nie mehr sterben. So ist es nicht. Aber an welchen Krankheiten man eigentlich nicht sterben muss, wenn man sich dementsprechend verhält. Es kann immer blöd laufen, es kann eine genetische Disposition sein oder es gibt natürlich auch einfach mal Pech, aber man kann viele Krankheiten einfach in der Auftretenswahrscheinlichkeit ganz, ganz stark senken. Und da wollte ich einfach jetzt ein paar Sachen nur erzählen, also nicht dramatisch vieles, aber einfach nur so, dass man sich das mal vorstellen kann. Ich habe das hier nochmal zusammengeschrieben, weil ich nicht irgendwelche falschen Zahlen erzähle, weil ich rede ja sonst eigentlich immer sehr frei. Und das stimmt ja meistens auch, aber wenn es um Zahlen geht, ist es immer besser, wenn man nochmal guckt. Also Diabetes zum Beispiel. In Diabetes sterben am Tag oder in den Folgen von Diabetes in Deutschland 479 Menschen. Also jeden Tag
479 Menschen sterben an Diabetes oder an den Folgen. Und in Deutschland haben ja extrem viele Leute Diabetes. Da muss man natürlich unterscheiden zwischen Diabetes 1 und Diabetes 2. 95% der Leute haben Diabetes 2, die Diabetes haben. Und das sind 6,5 Millionen Menschen in Deutschland haben Diabetes. Diabetes 1 hat andere Ursachen, aber Diabetes 2 ist eine erworbene Krankheit. Also die man einfach dann später im Laufe des Lebens bekommt. Früher waren das vor allem alte Leute, aber das Alter der Menschen, die Diabetes bekommen, das sinkt einfach immer weiter runter. Und das sollte einem ja auch schon zu denken geben. Und neben natürlich Risikofaktoren, die immer die gleichen sind, also Übergewicht, mangelnde Bewegung oder auch mangelndes Sonnenlicht, zu wenig Vitamin D, diese ganzen Sachen, die treffen ja eigentlich auf fast alle Krankheiten zu. Aber gerade auch in der zur veganen Ernährung kann man bei Diabetes sagen, dass wenn man wenig pflanzenbasierte Nahrungsmittel zu sich nimmt, dann kann das, immer unterschiedliche Studien, kann das Risiko gesteigert werden, um 44-300% an Diabetes zu erkranken. Wichtig ist natürlich bei diesen Studien immer, ihr wisst es auch, man kann natürlich jede Studie, ich würde nicht sagen, sich kaufen, aber dementsprechend, du suchst natürlich die Leute aus, die für dich forschen. Du stellst die Fragen so auf, dass natürlich bestimmte Ergebnisse rauskommen. Sieht man auch in Dr. Colin Campbell, der halt rausgeflogen ist, weil er nicht das rausgefunden hat, was sie gerne rausgefunden haben wollten. Also es ist nicht so, dass man sagt, das ist eine Studie und dann ist das der Beweis. Deshalb gibt es ja auch ganz viele unterschiedliche Studien, die auch zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen führen. Es gibt ja auch Studien, die schlampig gemacht werden, wo gar nicht die Variablen richtig zu erkennen sind, wo dann so viele unterschiedliche Variablen mit reinspielen, die sie aber gar nicht irgendwo auflisten. Und selbst wenn das gemacht wird, kann man natürlich auch immer Sachen zusammenfassen in Gruppen, damit man seine Kurven so hat, wie man sie haben will. Also man muss natürlich alles immer mit Vorsicht genießen. Das ist wichtig, ne? Also weil die Leute mal sagen, das ist, in der Studie kam das und das raus. Und das stand dann im Spiegel oder im Stern oder sonst wo. Das heißt nicht, dass das stimmen muss. Und selbst die Studie muss nicht unbedingt stimmen. Selbst da muss man gucken, wer hat die Studie bezahlt? Wer hat die Studie bezahlt? Und wenn eine Studie zum Beispiel von der Milchindustrie bezahlt wird, dann kommt natürlich nicht raus, Milch ist scheiße, oder? Also, gut. Das wollte ich schon mal ganz kurz dazu erzählen. Also zum Beispiel, wenn man zum Beispiel am Tag, wenn man zum Beispiel gern rotes Fleisch isst, ne? Und wenn man am Tag 150 Gramm rotes Fleisch isst, das ist ja so eine Mini-Bulette oder ein Mini-Steak, ist schon die Wahrscheinlichkeit, an Diabetes zu erkranken, 80% erhöht. Also 80%. Das finde ich für eine kleine Bulette jeden Tag, die mir ja nicht mal schmeckt. Gut, ich bin jetzt auch schon 14 Jahre vegan, ich kann mich an das alles gar nicht mehr erinnern. Schon ganz schön, ja, ganz schön wenig eigentlich und ein hohes Risiko für so eine Bulette. Also die haben da verschiedene sehr lange Studien auch gemacht und haben da halt auch festgestellt, dass dort durch sehr hohe Ferritinwerte, also Eisenwerte oder auch durch niedrige Glycinwerte und generell durch veränderte Lipidwerte oxidativer Stress im Körper ausgelöst wird und Entzündungen und das führt dann nach heutigem Wissensstand zu Diabetes. Das ist ja mal heutiger Wissensstand. Die Leute denken immer, das ist jetzt so. Das kann in 2 Jahren ganz anders sein, weil einfach weiter geforscht wird und was anderes dabei rauskommt. Also nur zur Information. Zucker. Es wird ja mal gesagt, Zucker. Klar, Zucker hat auch damit zu tun, weil zum Beispiel, wenn man jeden Tag ein 3/4 Liter Brause mit Zucker trinkt, ist das Risiko auch um 26% erhöht. Zucker ist natürlich nicht gut, aber Zucker ist bei vielen Krankheiten nicht der entscheidende Faktor. Entscheidender Faktor ist bei ganz vielen Sachen wirklich die tierisch produktreiche Ernährung. Davon, dass tierische Ernährung aus ethischen Standpunkten und Umweltschutzgründen und Meeresrettung und so weiter nicht gut ist, sondern vegane Ernährung besser, müssen wir jetzt gar nicht. Es geht jetzt wirklich einfach nur um ganz paar wenige Zahlen. Ne? Und es wurde zum Beispiel festgestellt, die Adventist Health Study hat Study zum Beispiel herausgefunden, dass Veganer zu 49% weniger an Diabetes erkranken. Und selbst Vegetarier haben noch 46%, also das ist auch schon wirklich jede Menge. Und es gab auch andere Studien, da kam man nur auf 34%, aber es war jedenfalls ein signifikanter Unterschied, wie man sich ernährt, ob man Diabetes bekommt oder nicht. Und da war der entscheidende Faktor nicht unbedingt Zucker. Gut, dann gibt es Bluthochdruck. Es gibt ja sehr viele Menschen in Deutschland oder auch weltweit, wird das auch immer mehr, die Bluthochdruck haben. Da, finde ich, muss man aber auch mal dran denken, dass so Werte, komme ich später auch beim Cholesterin nochmal drauf, auch gerne von der Pharmaindustrie natürlich so als gut und richtig und gesund dargestellt werden oder umgeändert werden, damit sie natürlich mehr Medikamente verkaufen. Ne? Also zum Beispiel früher wurde ein viel höherer oder ganz anderer Cholesterinspiegel als gut, also als gut dargestellt als heute, weswegen man natürlich mit solchen Zahlen, die man hoch und runter schiebt, dann natürlich auch einfach mehr Leute als krank deklarieren kann, um die Medikamente zu verkaufen. Und jeder Mensch ist anders. Das kommt auch noch dazu. Das denken die Leute ja immer nicht. Gut, also jedenfalls insgesamt ist trotzdem weltweit der hohe Blutdruck, der ja auch zur Arteriosklerose und zu Herzinfarkt und Hirninfarkt führen kann, das häufigste Gesundheitsrisiko. Und selbst wenn man nur den systolischen Blutdruck, es gibt ja zwei Blutdrücke immer, um 2
senkt, dann mindert man die Mortalität für Schlaganfall schon um 10% und für koronare Herzinfarkte oder Herzerkrankungen um 7%. Ich finde, das ist wirklich eine ganz schöne Menge und das kann man auch wunderbar in dem Buch von Dr. Essesti nochmal nachlesen, der wie gesagt Herzspezialist ist und sich damit extrem beschäftigt hat. Der hat auch ganz viele Bilder und Videos von auf seiner Homepage auch von Arteriosklerose, also von verstopften Adern und wie die halt durch die Ernährung dann wieder freigeputzt wurden und wie schnell das teilweise geht. Manchmal dauert es länger, aber manchmal geht es wirklich erschreckend schnell. Es gibt ja auch den Film dazu, Fox Overnight. Das ist wirklich auch ein sehr interessanter Film. Da wurde auch Diabetes nochmal speziell untersucht und da hat er einfach auch viele Leute befragt zu dem Thema und die das ausprobiert haben und so weiter. Also kann ich wirklich nur empfehlen, aber ich glaube, den gibt es nur auf Englisch. So, also Arteriosklerose kann jedenfalls durch die Umstellung auf vegane Kost halt, wie gesagt, so gut wie komplett wieder rückgängig gemacht werden. Und den Blutdruck konnte man zum Beispiel bei verschiedenen Studien, das ist mal verschiedene Studien, zwischen 3 und 14 senken. Also das ist, finde ich, ziemlich viel. Und eine koreanische Studie hat zum Beispiel auch herausgefunden, dass vegetarische Ernährung allein, also nicht vegan, sondern vegetarische, die Wahrscheinlichkeit an Bluthochdruck zur Erkrankung 8% senkt. Ich finde, das ist auch schon eine ganze Menge. Sojaprodukte sind übrigens auch gut, weil die generell auf Blutdruck und Blutgefäße gute positive Auswirkungen haben. Da wird dann immer gesagt, ach, da sind so viele Hormone drin und da kriegt man den Busen, wenn man Mann ist. Also erstmal ist das Quatsch. Wie viel Soja wollt ihr da essen? Und zweitens, das sind Phytohormone. Das sind ja keine direkten Hormone, das sind Pflanzenhormone. Und zum Beispiel hat man in China und in Japan auch festgestellt, dass das dort früher so gut wie keine Probleme in den Wechseljahren bei Frauen gab, wenn die einfach ihr ganzes Leben lang viel Sojaprodukte gegessen haben. Das ist natürlich jetzt auch alles in die Binsen gegangen, nachdem sie da Milchprodukte haben wollen unbedingt und die trinken und essen wollen, aber das konnte man da ganz eindeutig noch sehen. Ja, wo geht's denn weiter? Ja, genau, Fettstoffwechselstörung, das ist ja auch interessant. Das ist ja, wie gesagt, mit dem Cholesterinspiegel, was ich auch beim Blutdruck schon gesagt habe, Fettstoffwechselstörung. Cholesterinspiegel wird ja auch mal gerne gesagt, den muss man haben und das gute und das schlechte Cholesterin. Und das wird aber auch gern so verschoben, die Werte. Es wird natürlich mal gesagt, wegen der Wissenschaft. Aber es hat damit zu tun, natürlich auch, je nachdem, wer die Studie halt gemacht und bezahlt hat, damit einfach auch mehr Geld zu verdienen. Ja, also Leuten halt Blutdruck senkende Mittel oder Cholesterin senkende Mittel zu verschreiben, damit sie halt mehr Geld verdienen. Ja, und Cholesterinwerte kann man natürlich besonders gut durch vegane Ernährung auch beeinflussen. Es gibt natürlich auch dort Leute, die haben einfach eine Krankheit, eine genetische Disposition. Da funktioniert das dann nur in kleinerem Ummaß. Aber es ist insgesamt ja so, dass die Leute sich immer gerne auf ihre Genetik rausreden, wenn sie sagen, meine ganze Familie hat das. Ja, weil die ganze Familie sich standardmäßig, und man ernährt sich ja meistens so, wie man sich in der Familie ernährt hat, in dieser Familie einfach schlecht gegessen wurde, kein Sport gemacht wurde, was auch immer. Also das ist, finde ich jedenfalls auch sehr interessant. 2/3 aller Deutschen haben übrigens eine Fettstoffwechselstörung. Es wurde mit 50.000 Teilnehmern auch festgestellt, dass Veganer 30% niedriger LDL-Spiegel hatten, also 30%. Und man kann zum Beispiel, wenn man sich vegetarisch vegan ernährt, schon durch 1 Millimol gesenkten Gesamtcholesterinspiegel um 11% die Wahrscheinlichkeit senken, irgendeine koronare Herzkrankheit zu bekommen. Und wenn man das mehrere Jahre macht, meinetwegen so ab 3 bis 5 Jahren, dann sind das schon 33% weniger. Also Herzinfarkt ist ja eine Sache, das ist ja eindeutig das, aber Schlaganfall kann verschiedene Ursachen haben und einer zum Beispiel ist dieser Hirninfarkt. Und insgesamt muss man sagen, dass in Deutschland pro Tag 443 Menschen an Schlaganfall oder den Folgen eines Schlaganfalls sterben. Wie gesagt, die sind nicht alle durch Ernährung beeinflusst, ne? Aber viele. Und ich finde, das ist eine unfassbare Zahl. Und es wird da zum Beispiel auch geschätzt, dass 2030 23 Millionen Menschen weltweit an Arteriosklerose sterben. 23 Millionen Menschen pro Jahr. Dagegen ist Corona doch ein Witz. Also wie wäre es denn da wirklich mal mit, die Ernährung umzustellen? Nee, ne, ist zu schwierig. Eine Impfung ist besser. Gut. Also 35% aller Todesfälle sind auch im weiteren Sinne halt auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen zurückzuführen. 35%. Und am Tag sterben in Deutschland, ne? Sie 136 direkt am Herzinfarkt und diesen Folgen. Und das andere sind halt die ganzen anderen Krankheiten, die auch noch herzmäßig oder schlaganfallmäßig, gehirnmäßig damit dazugekommen. Aber allein schon an koronarer Herzkrankheit oder Herzinfarkt 136 Menschen jeden Tag in Deutschland. Und 13% aller Frauen und 16% aller Männer sterben am Herzinfarkt in unserem Land. Interessiert das jemanden? Arteriosklerose vielleicht verhindern durch bessere Ernährung? Ach, gibt's ja bald eine Impfung geben, ne? Und auch bei Veganern und Vegetariern ist halt die Sterblichkeit bei dieser ganzen Krankheit 30% niedriger. Da wurde jetzt nicht, bei der Studie aus Korea wurde halt nicht zwischen Veganern und Vegetariern unterschieden. Deshalb weiß ich nicht, wie die Unterschiede da sind, ob es noch weiter was ausmacht. Ja, Gicht ist jetzt nichts, was einen irgendwie umbringt, aber Gicht wisst ihr sicher auch, das sind so schmerzliche Gelenkentzündungen, kann man im Daumen vor allem haben oder auch im großen Zeh kommen die oft. Und das hängt natürlich vor allem oder wirklich fast nur mit dem Vertilgen von Fleisch
zusammen, weil das den Harnsäurespiegel im Körper erhöht durch die Purine, die enthalten sind. Purine sind auch in Hülsenfrüchten enthalten, aber vor allem wirklich in Fleisch und Wurstwaren und solchen Sachen. Ne? Daran stirbt jetzt nicht unbedingt keiner, aber das ist schon verrückt, weil 60% der Purine einfach aus Wurst und Fleisch sind. Und wenn man das einfach nicht zu sich nimmt, dann ist man bei Gicht schon auf der sicheren Seite. Aber an Gicht stirbt ja keiner, das ist wahrscheinlich alles nicht so schlimm. So, Tumorerkrankung, ne? Also Krebs. 650 Menschen sterben in Deutschland pro Tag an den Folgen von Krebs. Gut, da gibt es verschiedene Krebsarten. Manche sind durch Ernährung beeinflussbar, manche halt nicht. 50% der Leute sterben übrigens an Brustkrebs, Prostatakrebs, Darm- und Lungenkrebs. Ne? Und da hat natürlich Bewegung, gesunde Ernährung, Vitamine, Ballaststoffe und Gemüse auch eine positive Auswirkung. Und man hat zum Beispiel herausgefunden, dass vegetarische Kost das Risiko an Krebs zu erkranken um 8% senkt. Und wenn man schon mal erkrankt ist, senkt es das Risiko wieder zu erkranken um 12%. Und beim Darmkrebs ist es so, dass allein durch Fleischverzicht die Wahrscheinlichkeit an Darmkrebs zu erkranken um 42% gesenkt wird. Und insgesamt bekommen Veganer so ungefähr 20% weniger Krebs. In manchen Studien kam sogar raus, gerade bei frauenspezifischen Tumorerkrankungen 34%. Also ich finde, wenn das jetzt nicht irgendwie einen schon so ein bisschen dazu motiviert, über seine Ernährung mal nachzudenken. Ich muss sagen, ich ernähre mich vegan seit 14 Jahren, aber ich bin jetzt leider nicht so der Typ, der sich gesund ernährt. Also ich trinke morgens einen grünen Smoothie, das machen wir hier immer, aber insgesamt essen wir halt auch viel, was trotzdem Mist ist. Ne? Also ich backe unheimlich gern, wir essen mega viel Brot, nicht nur Vollkornbrot, auch anderes Brot und Kuchen und Schokolade und Chips und Pommes und vegane Burger und ich weiß nicht was, aber dadurch, dass man allein die ganzen tierischen Produkte weglässt, ist es schon mal eine ganze Ecke besser. Man glaubt es immer nicht und das wird immer erzählt, das bildet man sich ein und so weiter. Aber wenn ich denke, ich hatte früher, ich meine, da war ich 30, Anfang 30, schon so kaputte Knie, dass ich manchmal die Treppe nicht runterkam. Das ist durch die vegane Ernährung wieder weggegangen. Ich hatte einmal im Monat eine Halsentzündung, wo ich Antibiotika reinspritzen musste. Also das war wirklich, wirklich entsetzlich schlimm. Ich habe seitdem gar nichts mehr gehabt. Ich habe keine Grippe gehabt, ich habe keine Erkältung mehr gehabt, ich habe keinen Schnupfen mehr gehabt, ich habe keinen Husten mehr gehabt, ich habe wirklich so gut wie nichts. Ab und zu kratzt es mal im Hals so eine Viertelstunde und das ist gut. Letztes Jahr hatte ich irgendwie einen halben Tag Corona. Jedenfalls hatte ich ja irgendwelche Antikörper, als wir es hinterher mal getestet haben, aber Antikörper sind ja nicht so wichtig. Und da ging es mir halt vorher mal so einen halben Tag schlecht, muss also das gewesen sein. Aber das war es auch. Das heißt nicht, dass man, wenn man sich vegan ernährt, nie wieder krank wird und dass da keiner an Krebs stirbt. Aber man kann halt dadurch bestimmte Sachen wirklich eklatant beeinflussen. Und wie gesagt, von dem ethischen Standpunkt und von der ganzen anderen Geschichte mit Umweltschutz, mit 46% allein des Meeresfanges landet in den Trögen der Massentierhaltung. Ne? In 2048 sind die Meere näher. Da braucht ihr auch keine Strohhalme irgendwie aus Plastik verbieten, weil die Meere sind dann eh Futscher. Könnt ihr den ganzen Rotz da auch reinschmeißen. Also wer Fische isst und dann sagt, ich benutze keine Plastikstrohhalme, das ist wirklich ein bisschen, ja, albern will ich jetzt nicht sagen, aber es ist einfach Stuss. Ne? Oder auch die Tatsache, dass 90% der weltweiten Sojaernte und 50% der weltweiten Weizenernte auch in der Massentierhaltungsfütterung landet und dafür der Regenwald abgeholzt wird. Also wie gesagt, vegane Ernährung ist meiner Meinung nach ein Schritt zu Frieden, ein Schritt zu Freiheit für alle, zum Umweltschutz, zum Gesünderwerden, zum Bewussterwerden. Also ich habe es jedenfalls nicht bereut und ich habe noch nie mit jemandem gesprochen, der gesagt hat, ich habe es bereut, meine Lebensgewohnheiten auf vegan umzustellen. Und ja, also wenn es euch bis hierhin interessiert hat, wie gesagt, ich lade einfach das, was ich hier eben auch teilweise vorgelesen habe, einfach nochmal als Foto hoch. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen. Und wenn es euch nicht interessiert, dann ist es halt so, muss ich auch durch. Und ja, das war es eigentlich, was ich nochmal erzählen wollte. Vielleicht mache ich zu dem Thema noch ein paar genauere Sachen. Das war jetzt ja auch nur so ein grober Überblick über die ganzen Sachen. Aber da muss ich mich nochmal ganz gründlich wieder einarbeiten, um das alles nochmal in meinem Gehirn rauszugraben, was ich da letztes Jahr und auch in den Jahren vorher, wo ich mich vorher schon so informiert habe, gelernt habe. Also ich wünsche euch ein schönes Wochenende und jetzt hätte ich eigentlich gesagt, Brunswick Hellau, aber das fällt ja flach. Fasching ist ja nur mit 2G, ne? Wie kann man denn mal grüßen? Ich weiß auch nicht. Macht's gut.